Hallo Guys, ich möchte mal jetzt kurz mit euch eine Sache teilen, wenn es um das Thema Datenmigration geht und Daten von einem CRM ins andere zu verschieben. Das kann nämlich unter Umständen relativ schwierig und kompliziert werden, je nachdem, von welchem System in welches System du gerade migrierst oder vorhast zu migrieren. Und ich habe jetzt für ein Kundenprojekt von mir hier gerade eine Sache, wo ich versuche, Daten aus einem ja, sagen wir mal, etwas old-fashioned, günstigerem CRM, Central Station, in HubSpot zu migrieren. Und da gibt es doch einige Unterschiede, was mir aufgefallen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel versucht, 3053 Kontaktdaten raufzuladen, ja, in HubSpot. Und insgesamt sind nur 8 neue Datensätze hier. Und also quasi über 3050 ungefähr Datensätze sind hier als Fehlermeldung aufgetaucht. Und man kann es dann sich auch runterladen, hier die Informationen zur Behebung und so weiter. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es hier letztendlich um eine sogenannte um eine, dass es hier letztendlich um eine sogenannte Unternehmensnamen Domain, ja, und der ganz große Unterschied ist, wenn du jetzt sagen wir mal wenn du jetzt hier, ich mache es hier mal live mit dir, also letztendlich Unternehmens Name, Domain nennen die das in HubSpot. Und dieser Unternehmensname Domain, das ist nicht der Unternehmensname. Ja, also es ist nicht BMW, Audi oder Daimler-Benz, sondern das ist die Domain, ja, Audi.de, ja, Daimler.de oder sowas. Und die saugt sich automatisch das System aus, wenn es sonst keine Informationen zur Verfügung hat, aus der E-Mail. Das heißt, wenn du Kontaktdaten dabei hast, die keine E-Mail haben, keine E-Mail-Adresse, weil diese eben noch nicht eingesammelt wurden oder was auch immer, dann bekommst du diese Fehlermeldungen. Beziehungsweise dann geht letztendlich der Kontakt ins Nirvana und kann keiner Firma zugeordnet werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu umgehen. Zum einen, du lädst nur die ganzen Firmennamen rauf, dadurch wird in Pipedrive, in HubSpot eine ID der Firma jeweils zugeordnet, dann exportierst du diese Liste wieder, dann hast du quasi die Zuordnung HubSpot Firmen-ID zu Firmennamen und dann kannst du das matchen zu deiner ursprünglichen Liste und dann sind deine sämtlichen Kontakte und Notizen und alles, was du hast von deinem alten CRM hier zuordnen. Das ist aber die statische Version. Denn in dem Fall hast du hier keine dynamische Zuordnung von Informationen, die sich das Internet, das sich HubSpot automatisch aus dem Internet herausholt. Informationen zur Firma, Informationen zum Kontakt und so weiter. Und du willst ja, und das ist einer der Hauptgründe, warum wir migrieren in HubSpot, von einem statischen, in dem Fall, von einem statischen CRM-System hin zu einem dynamischen. Also, falls du noch mit statischen CRM-Systemen arbeitest, würde ich dir auch empfehlen, mal zu versuchen, in ein dynamisches CRM-System zu migrieren, besser früher als später, weil du dort letztendlich direkt live immer wieder direkt sozusagen ein dynamisches CRM-System sich die Informationen für Firmen oder auch und oder Kontaktdaten aus dem Internet holt zum gewissen Grad und du nicht immer wieder veraltete Daten in deinem CRM-System hast. Denn Kontakte ändern ständig ihre Jobbezeichnung, ändern ständig ab und zu mal ihre Firma, die Fluktuation wird immer größer, Firma, für die sie arbeiten. Unternehmen ändern, keine Ahnung, ihre Umsätze, ja, ändern vielleicht, was weiß ich alles. Auf jeden Fall, du willst natürlich nicht hier, oder wenn du zum Beispiel Blankodaten hier irgendwo kaufst und die dann bearbeiten willst, du hast nur einen Firmennamen, dann lädst du es einfach rauf in einem dynamischen CRM, das dynamische CRM matcht automatisch die Informationen, die es im Internet über diese Firma findet und zum Beispiel was noch Webtechnologien macht HubSpot automatisch. Ne? Du musst dann nicht für jede einzelne Firma irgendwie über Bitwig oder irgendwas
im Quelltext rumwurschteln, was haben jetzt die für ein CRM-System im Einsatz oder sowas, sondern das macht HubSpot automatisch. Aber nur wenn du es dynamisch aufsetzt, wenn du es statisch aufsetzt, so wie die erste Variante, macht es HubSpot nicht. Deswegen, als Unternehmer musst du Entscheidungen treffen. Meine Entscheidung in dem Fall liegt auf die dynamische Version, auch wenn ich dann viele Kontaktdaten, ich habe jetzt von den 3050 Kontaktdaten dann ca. 1700 Kontaktdaten, die letztendlich in der Luft hängen werden, aber die werde ich dann nach und nach, wenn nötig, eben matchen. Und das ist sozusagen etwas umständlich, aber Lesson learned, ja, desto früher du auf ein dynamisches CRM umsteigen kannst, desto besser, ja. Wenn du jahrelang mit statischen CRMs arbeitest, die vielleicht ein paar Euro günstiger sind, 1000 Euro günstiger im Jahr oder sowas, dann irgendwann bereust es, weil du einfach nicht mehr hinterherkommst. Also spätestens ab 3000 Kontakte kannst du nicht mehr händisch und manuell ständig dahinter sein und deine Kontaktdaten manuell updaten im Internet oder sowas. Da bräuchtest du ja permanent 3, 4 Studenten, die sich darum kümmern. Das ist ja völlig unnötig. In der heutigen Zeit hast du eben dynamische CRMs. Also go for it. Ja? Pipedrive ist dynamisch CRM, HubSpot und so weiter und Salesforce und so weiter. Alles dann. Bis dann. Ciao.